So, hallo, dann gibt es jetzt noch zwei Lightning Talks, jeweils 5 Minuten ohne Fragen. Der erste ist von Michael Scholz. Jeder sollte einen Spatial Datathon organisieren. Hervorragend. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Einmal bitte Ruhe. Gut. Ruhe bitte. Liebe Leute. So. Ich bin hier, weil ich gerne darüber erzählen möchte, wie cool es ist, einen Spatial Datathon zu organisieren. Ich bin vom DLR in Braunschweig und im Februar, das haben vielleicht einige von euch mitbekommen, fand die Love Data Week statt, die ist international und da ging es halt um Daten. Und wenn man Daten hacken möchte, dann kann man das Datathon nennen. Und wir haben im Rahmen einer Gruppe, die sich nennt RDM4BS, das ist Research Data Management für Braunschweig, da geht es um Forschungsdatenmanagement. Und in diesem Rahmen haben wir zusammen mit der TU Braunschweig und dem Thünen-Institut so ein Hackathon, Data-Hackathon veranstaltet. Und den haben wir genannt Unleash Your Inner Cartographer. Und in meinen Folien, die bestehen genau aus einer Folie, habe ich euch den Link zum GitHub-Repository einfach mal abgelegt. Und da findet ihr ein bisschen Material. Und ich will einfach mal erzählen, was da so passiert ist, wie das so ging. Die Idee war erstmal zu sensibilisieren für, was sind eigentlich Forschungsdaten und wenn ich Daten in der Karte darstellen möchte, was gehört eigentlich dazu? Also ein Arbeitsaufwand. Und alle, die das schon mal ein bisschen gemacht haben, am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass man die meiste Zeit mit der Datensuche und Daten, Harmonisierung und Aufbereitung verbringt, wenn man den Daten gefunden hat, bevor man die dann in irgendeine Karte gießen kann. Und in diesem ganzen Forschungsdatenmanagement-Kontext ging es halt darum, wie finde ich eigentlich Daten, wo finde ich Daten? Und da das die Teilnehmenden sehr bunt gestreut waren, das waren Erstsemester und Doktorandinnen und Doktoranden und Mitarbeiter von diversen Instituten, es waren ungefähr 25 Leute, die hatten alle einen wissenschaftlichen Hintergrund und wir wollten halt auch ein bisschen damit sensibilisieren, dass wenn Daten offengelegt werden, dass man das vielleicht vernünftig macht, Metadatensätze vernünftig pflegt, damit die Daten auch auffindbar sind. Und in unserem Repository, wir haben uns dann gedacht, wir geben erstmal eine kleine Einführung in GIS zu Koordinatensystemen, was auch immer die Teilnehmenden erwarten wird. Die Idee war nämlich, dass alle Leute mit Python, R und QGIS ein bisschen Daten hacken und OGC-Dienste benutzen. Wir hatten ein paar Datenquellen rausgesucht. Wir haben so ein relativ großes, jetzt habe ich kein Internet, das ist natürlich toll, wenn ich was zeigen will, was online ist. Eine Liste an möglichen Datenquellen, die verwendet werden konnten. Und dann haben wir uns Data Stories überlegt. Wir hatten so ein bisschen Angst, die Leute kommen und wissen gar nicht, was die mit Daten machen sollen. Dann haben wir denen ein paar Ideen zusammengesucht und glücklicherweise verselbstständigte sich das dann nach der pizzalastigen Mittagspause von selbst. Also hier hatten wir so ein paar Katalogservices vom Thünen-Institut mit Beispieldatensätzen zusammengesucht und die üblichen LGNN-BKG-Datensätze, irgendwelche Hintergrundkarten und nochmal spezielle Datenportale aufgeführt, wo die Teilnehmenden sich dann bedienen konnten. Und dann ging das halt los. Unerwarteterweise wurden von unseren vorbereiteten Data Stories quasi gar keine benutzt, da die Teilnehmenden alle mit eigenen Ideen kamen. Das waren auch teilweise schon Forschende aktiv dabei, die hatten Daten, aber haben noch nie eine Karte gemacht. Oder haben mal was von QGIS gehört, aber noch nie damit gearbeitet und wollten so ein bisschen an die Hand genommen werden, wie man dann eigentlich Daten aufbereitet und in der Karte visualisiert. Wir hatten jetzt kein Hackathon-mäßiges Ziel nach dem Motto, ihr müsst eine bestimmte Aufgabe durchführen in der Zeit, die dann nachher bewertet wurde. Jeder konnte so an seinen eigenen Themen arbeiten und was mich persönlich sehr geflasht hat, war, was an Ideen zusammengekommen ist. Es war einfach grandios und die Motivation der Leute war total genial. Ich springe mal hier runter zu den Ideas von Participants. Das ist so ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt, das haben wir noch nicht aufbereitet, aber es geht eigentlich ums Prinzip. Und wir hatten beispielsweise eine Teilnehmende, die hat Fischotter-Totfunde in Mecklenburg-Vorpommern analysiert und wollte wissen, ob die denn jetzt die Fischotter-Totfunde eher an Straßen oder an Gewässern liegen. Ja, wie macht man das denn eigentlich? Und dann geht es darum, finde Straßendaten, finde Gewässerdaten, lade die irgendwie ins GIS, mach Analysen. Und das hat dann einfach stattgefunden und wir haben dann dabei geholfen.
Das Gute war, das Ganze hat sich dann auch noch weiter verselbstständigt. Dann hat jemand anderes mitbekommen, dass wir hier vorne eine Gruppe Straßendaten geladen haben. Dann meinte die eine Person, hey, ich wollte untersuchen, wie Naturräume eigentlich von Straßen zerschnitten werden. Wie hast du die Straßendaten reingekriegt? Und dann haben sich die Teilnehmenden untereinander nochmal selber geholfen. Und das war einfach total genial mit anzusehen. Und wir waren zu dritt, die das technisch betreut haben. Und am Ende sind wir netto 4 Stunden ja, einfach nur supportdienstleistungsmäßig rumgelaufen und haben den Leuten gezeigt, wie man mit Python was macht, was in QGIS gerade nicht läuft, wie das vielleicht besser zu machen wäre. Und ja, wenn ihr mal Ideen habt für so Data Stories, einfach mal für so einen eigenen Hackathon, könnt ihr gerne unser Repository benutzen. Hier sind ein paar sehr komplexe Ideen drin. Zum Beispiel wollte jemand untersuchen, wie denn eigentlich das Vogelzugverhalten in Europa mit der Lichtverschmutzung korreliert. Das ist schon mal eine sehr konkrete Frage und sehr komplex. Dafür wurden Daten rausgesucht aus Publikationen und auch in einer schönen Karte aufbereitet. Und ja, im Grunde ist es auch das und ich wäre damit am Ende. Also wenn ihr wollt, benutzt unser Repository. Das ist alles Creative Commons und ich kann jeden nur ermuntern, Leuten GIS näher zu bringen. Und das war einfach total genial. Dankeschön.